Ihr plant eine Employer-Branding-Kampagne mit Mitarbeiterfotos oder Werbung mit Personenbildnissen für eure Social-Media-Kanäle und Internetseiten. Dann erkläre ich euch hier in diesem Video, warum ihr unbedingt eine Einwilligung einholen solltet und was einerseits in der Einwilligung drinstehen muss und wie ihr diese Einwilligung gestalten solltet, damit sie auch rechtssicher ist. Viel Spaß beim Video! Ich begrüße euch zu einem neuen Video mit dem heutigen Thema Einwilligung. Sicher werben mit Personenfotos auf Social Media. Mein Name ist Tobias Röttger und ich bin Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht. Werbung und Imagekampagnen werden viel emotionaler wahrgenommen, wenn sie Fotos von realen Personen enthalten. Insbesondere bei Employer-Branding-Kampagnen ist es natürlich klar von Vorteil, wenn ihr dort eure tatsächlichen MitarbeiterInnen zeigt. Dies bietet auf der einen Seite viel mehr Authentizität für den Zuschauer und ihr unterscheidet euch doch von dem grauen Einerlei der typischen Stockagentur-Modelle. Aber Achtung, Personenfotos sind personenbezogene Daten und das bedeutet, ihr benötigt für die Veröffentlichung immer eine Rechtsgrundlage. Und das ist hier natürlich die Einwilligung oder der Vertrag. Und das schauen wir uns mal näher an. Immer dann, wenn ihr Personenfotos, also Fotos, auf denen Personen zu sehen sind, auf euren Social-Media-Kanälen oder im Internet veröffentlicht, um einerseits Werbung zu betreiben, eine Employer-Branding-Kampagne zu machen oder ein Image-Transfer, das heißt euer Unternehmen nach außen hin präsentiert, benötigt ihr eine Einwilligung oder einen Vertrag. Da gibt es auch keine Ausnahme. Ja? Also ihr benötigt auf jeden Fall eine Einwilligung oder einen Vertrag. Und es spielt dabei auch keine Rolle, ob auf den Fotos Kunden zu sehen sind, MitarbeiterInnen oder sonstige externe Personen. Diese Einwilligung ist eine notwendige Voraussetzung. Hier in diesem Video schauen wir uns heute mal die Einwilligung näher an. Was ist die Voraussetzung? Was ist der Inhalt? Und wie muss die gestaltet sein, damit ihr rechtssicher mit den Fotos werben könnt? Eine Einwilligung muss freiwillig, informiert, eindeutig und unmissverständlich erfolgen. Das bedeutet, die Person, die auf den Fotos abgebildet ist, sollte genau wissen, was passiert tatsächlich mit den Fotos, um dann auch darin informiert einwilligen zu können. Eine Einwilligung hat gewisse Elemente und jetzt die nachfolgenden Elemente, die ich euch aufführe, die sollten in jeder einzelnen Einwilligung enthalten sein. Das Wichtigste ist natürlich, der Person muss klar sein, was ist eigentlich der Zweck der Veröffentlichung. Also, wofür werden die Fotos veröffentlicht? Es ist nämlich ein Unterschied, ob man sagt, oh, Fotos von mir werden tatsächlich zu Werbe- oder Employer-Branding-Kampagnen genutzt oder mein Foto wird nur zu einer Berichterstattung über beispielsweise ein Ereignis genutzt. Also, deswegen muss, wenn ihr Werbung machen wollt oder Employer-Branding-Kampagnen, Image-Kampagnen schalten wolltet, dann muss dort als Zweck genau das angegeben werden, dass ihr dies zur Veröffentlichung für eine solche Employer-Branding-Kampagne oder Werbung nutzen wollt. Es würde nicht ausreichen, das nur so ganz allgemein mitzuteilen, nach dem Motto, die Fotos dienen einfach zur Veröffentlichung in allen Medien. Da ist dann die Person, die auf dem Foto abgebildet ist, nicht in die Lage versetzt, diese Aussage zu wissen, wo denn, in welchen Medien, was passiert denn genau damit? Also, ihr müsst den genauen Zweck angeben und das zweite ist den Ort der Veröffentlichung. Ist das jetzt wirklich nur in Printmedien? Kommt das in die Zeitung? Kommt das auf die Homepage? Also, wenn ihr vorhabt, dass zum Beispiel eine Image-Kampagne einerseits in den sozialen Medien, dann gibt an, die einzelnen Kanäle, Instagram, TikTok, idealerweise vielleicht sogar die URL eurer einzelnen Internetpräsenzen dort und wenn ihr die noch auf der Homepage veröffentlicht oder in eurem Blog, gebt die URL dann der Homepage und des Blogs an.
Wichtig ist auch, dass eine solche Einwilligungserklärung immer freiwillig erteilt wird. Das heißt, dass die Person, die auf den Fotos abgebildet ist, nicht unter Druck oder Zwang gestellt wird. Insbesondere bei Mitarbeitern enorm wichtig, weil wir hier natürlich ein Abhängigkeitsverhältnis haben. Und das muss sich auch in der Einwilligungserklärung niederschlagen. Dort kann man zum Beispiel hinschreiben, die Einwilligung ist freiwillig, aus einer Nicht-Einwilligung ergeben sich keine nachteiligen Folgen für mich. Also wichtig, in der Einwilligungserklärung darauf hinzuweisen, dass diese immer nur freiwillig erteilt wird. Ein wesentliches Element der Einwilligung ist, dass sie jederzeit widerrufen werden kann. Und auch das müsst ihr in der Einwilligungserklärung niederschreiben. Sogar idealerweise in hervorgehobener Form, beispielsweise im Fettdruck. Denn eine Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Und das könnt ihr auch nicht ausschließen. Dann solltet ihr auch noch darin niederschreiben, wo, an wen sich derjenige dann bei euch wenden muss, damit er widerrufen kann. Wenn es um Veröffentlichungen im Internet oder den sozialen Medien geht, müsst ihr noch eine sogenannte Risikoaufklärung vornehmen. Das heißt, ihr müsst darlegen, dass wenn einmal so ein Foto im Internet oder in den Socials veröffentlicht ist, es durchaus vorkommen kann, dass, weil andere es herunterladen, wieder neu hochladen, dass man das wahrscheinlich nie mehr restlos aus dem Internet löschen kann. Beispielsweise kann man das wie folgt formulieren. Mir ist bekannt, dass die Bild- und Tonaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar und insbesondere durch Suchmaschinen auffindbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden kann und unter Umständen keine vollständige Löschung im Internet möglich ist, damit sich auch jeder bewusst ist der Gefahr, die damit einhergeht, wenn solche Fotos im Internet veröffentlicht werden. Was muss noch drin stehen in der Einwilligungserklärung? Natürlich der Verantwortliche. Das seid ihr als Unternehmen, die die Fotos veröffentlichen, und eure Kontaktdaten. Sofern ihr einen Datenschutzbeauftragten habt, bitte auch noch dessen Daten angeben. Und zum Abschluss, muss dann diese Einwilligungserklärung noch unterschrieben werden, denn eine Einwilligung muss eindeutig erteilt werden. Eindeutig erteilt ist, wenn derjenige sich durchgelesen hat und dann am Ende unterschrieben hat. Nach dem Inhalt der Einwilligung kommen wir jetzt zur Form der Einwilligung. Und da habe ich ja jetzt gerade eben gesagt, unterschrieben. Da fragen sich viele von euch vielleicht, ja, heißt das, muss die Einwilligung denn immer schriftlich erteilt werden? Weil man könnte doch theoretisch auch konkludent oder mündlich eine Einwilligung erteilen. Bei Fotos, die im Internet oder in den sozialen Medien veröffentlicht werden, rate ich euch dazu an, diese immer schriftlich abzufassen oder beziehungsweise euch einzuholen, weil allein aus Beweisgründen ihr seid diejenigen, die im Falle eines Streites später beweisen müsst, dass tatsächlich eine Einwilligung eingeholt wurde. Bei Mitarbeiterfotos seid ihr gezwungen, eine schriftliche Einwilligung einzuholen, denn ausschließlich die schriftliche Einwilligung hat Wirksamkeit. Das heißt, wenn ihr Fotos von Mitarbeitern anfertigt und lediglich eine mündliche Einwilligung vorliegt und diese beispielsweise später im Streit gehen und dann gegen euch vorgehen, dann ist diese Einwilligung, diese mündlich erteilte Einwilligung, nicht wirksam und derjenige kann euch abmahnen lassen, sodass ihr eine Unterlassungserklärung abgeben müsst, dass ihr Anwaltskosten bezahlen müsst und gegebenenfalls sogar Schadensersatz. Es gibt schon erste Urteile und Entscheidungen, da wurden dann durchaus 1.000 bis 5.000 Euro Schadensersatz gezahlt, weil Fotos von Mitarbeitern ohne deren Einwilligung veröffentlicht worden sind. Und wie gesagt, bei Mitarbeitern ausschließlich die schriftliche Einwilligung zählt als wirksame Einwilligung. Worauf man auch achten muss, ist das Alter der Personen, die eine Einwilligung erteilen. Denn bei Minderjährigen benötigt ihr zusätzlich immer noch die Einwilligung der
sorgeberechtigten Eltern, und zwar beider sorgeberechtigten Eltern, wenn es um die Veröffentlichung von Fotos in den sozialen Medien und im Internet geht. Sofern der oder die Minderjährige über 14 Jahre alt ist, benötigt ihr auch noch deren Einwilligungserklärung. Das heißt, im Zweifelsfall benötigt ihr 3 Unterschriften auf eure Einwilligungserklärung. Hierzu haben wir auch ein äußerst ausführliches Video gemacht. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Worauf ihr auch achten müsst, eine klare, gut verständliche Sprache, damit die betroffenen Personen auch den Inhalt der Einwilligungserklärung verstehen. Sofern ihr Einwilligungserklärungen benutzt, die äußerst komplex, verschachtelt formuliert sind, die kein Normalsterblicher versteht, besteht die große Gefahr, dass diese am Ende unwirksam ist. Vor allen Dingen, wenn sich die Einwilligungserklärung an Minderjährige richtet, müsst ihr diese Einwilligungserklärung an deren Sprachniveau anpassen. Und zu guter Letzt, Dokumentation ist wichtig. Was bringt euch die beste Einwilligungserklärung, wenn ihr die nicht irgendwo ablegt und wiederfindet? Also, richtet für euch, wenn ihr gerade viel mit Fotos arbeitet und ihr Lizenzen und Einwilligungen einholen müsst, baut euch ein Dokumentationssystem auf, so dass ihr jederzeit darauf zugreifen könnt, wenn ihr nämlich mal beweisen müsst, dass ihr tatsächlich die notwendige Einwilligung vorliegen habt. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass wenn ihr Fotos, Personenfotos im Internet oder in den sozialen Medien veröffentlicht, entweder zwingend eine Einwilligung benötigt oder einen Model-Release-Vertrag. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der Vor- und der Nachteil einer solchen Einwilligung im Gegensatz zu einem Model-Release-Vertrag? Der Vorteil einer solchen Einwilligung ist, ihr müsst nichts bezahlen. Das heißt, ihr müsst keine Gegenleistung dem Model bzw. der abgebildeten Personen geben. Das heißt, kein Honorar oder irgendwelche geldwerten Leistungen. Das ist bei einem Model-Lease anders, denn dort haben wir einen sogenannten gegenseitigen Vertrag. Und das heißt, derjenige gibt massiv Rechte ab, muss dafür aber im Gegensatz auch wieder was bekommen. Der Nachteil einer Einwilligung ist, das haben wir eben schon kurz darauf hingewiesen, diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Das bedeutet für euch, in dem Augenblick, wo euch dieser Widerruf erreicht, müsst ihr die Fotos aus dem Internet oder den sozialen Medien löschen. Das heißt, ihr müsst gucken, wo waren die Postings und dann müsst ihr die löschen. Wenn sich die Einwilligung zum Beispiel auf Druckwerke wie Broschüren oder Flyer bezieht, dann müsst ihr die nicht einfach vernichten. Die dürft ihr noch, die gedruckte Auflage dürft ihr noch aufbrauchen, weil zum Zeitpunkt der Drucklegung lag die Einwilligung ja noch vor. Wenn ihr aber eine Neuauflage drucken wollt, dann müsst ihr die Fotos austauschen. Das heißt, wenn euch ein solcher Widerruf erreicht und ihr habt die Fotos in den sozialen Medien oder im Internet verwendet, dann entweder löschen oder die Personen darauf durch Verpixelung beispielsweise unkenntlich machen, sodass sie nicht mehr erkennbar sind. Damit sind wir beim Ende des Videos und nochmal als kurzes Fazit. Also wichtig zu wissen ist, immer dann, wenn ihr Werbung betreibt, Image-Kampagnen, Employer-Branding-Kampagnen mit Personenfotos, benötigt ihr immer eine Einwilligung oder einen Model-Lease-Vertrag. Vor allen Dingen, wenn es in den sozialen Medien oder im Internet veröffentlicht wird. Die Einwilligung muss einerseits freiwillig, informiert und eindeutig sein. Das heißt, die Person muss genau verstehen, wo wird die Fotos veröffentlicht, zu welchen Zwecken werden die veröffentlicht. Und er darf natürlich nicht unter Druck gesetzt werden. Und ihr müsst darauf hinweisen, dass jederzeit widerrufen werden kann. Diese Einwilligung ist notwendig für alle Personenbildnisse, unabhängig davon, ob es sich um Kunden, um externe Dritte oder eure MitarbeiterInnen handelt. Die Einwilligung, vor allen Dingen bei MitarbeiterInnen, muss immer schriftlich. Ansonsten bei Kunden oder externen Personen rate ich euch dazu an, diese schriftlich einzuholen. Und ihr müsst diese dokumentieren, damit ihr jederzeit nachweisen könnt, dass ihr tatsächlich die notwendige Einwilligung vorliegen habt. Bei Minderjährigen haben wir gesehen, gibt es besondere Anforderungen, nämlich dass auch die Eltern, die beide sorgeberechtigten Eltern, immer einwilligen müssen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne Angabe von Gründen. Das zur Folge hat, ihr müsst die Fotos
löschen, nämlich dort, wo ihr sie veröffentlicht habt. Ihr seid nicht verantwortlich dafür, wenn Dritte zum Beispiel die Fotos heruntergeladen haben und dann selber illegal nochmal veröffentlichen, sondern überall dort, wo ihr sie veröffentlicht habt. Oder ihr müsst die Fotos dementsprechend unkenntlich machen durch Verpixelung oder andere Möglichkeiten, so dass derjenige nicht mehr erkennbar ist. Ich hoffe, ihr seid jetzt klarer, was das Thema Werbung, Employer Branding und Personenfotos angeht. Und ich freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Bis dann. Tschüss.